So Leute, Teil 3 des Zwischengrätschens quasi. In diesem Teil seht ihr den Zusammenbau des Motors. Ihr habt ja jetzt im letzten Video schon gesehen, wie man den Motor neu lagert und neue Simmerringe verpasst. Die kleineren Videos finde ich einfach besser, als jetzt ein elendig langes Video von 2 Stunden zu machen. Das will ich euch nicht zumuten. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir unten ein Like da, ihr könnt auch gerne kommentieren und abonniert den Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen, dass meine Abozahl mal ein bisschen höher wird. Und ja, fangen wir an. Man beginnt jetzt mit diesem Teil, was man zuletzt ausgebaut hat. Und das ist in diesem Fall der Tannenbaum bzw. die Nebenwelle. Das Schwierige an der Nebenwelle ist, dass hier, wie gesagt, die Nadeln noch rein müssen. Das heißt, wenn man sich die Motorhälfte so hinlegt, kann man das ganz gut machen. Das Problem ist nur, sobald die mittlere Welle, die starre Welle quasi, wieder in ihr Loch vom Gehäuse reinrutscht, dann drücken sich die Nadeln raus, wenn sie nicht richtig sitzen. So, und jetzt kommt das Schwierige. Die Nadeln, die müssen nämlich jetzt in diesen Hohlraum hier. Das Problem ist aber, dass die Lagerwelle hier schon angesetzt werden muss. Sonst bekommt man die Welle nämlich nicht rein. Also wie man schön sieht, sind jetzt alle Nadeln drin. Ich bin echt ein bisschen verwundert. Damals bei der Lusse habe ich da bestimmt mindestens 2 Stunden rumgemacht. Und jetzt war das eine Sache von 10 Minuten. Also ich finde es echt geil. Jetzt versuche ich die Welle reinzudrücken. Dann sind die Nadeln nämlich hier eh geschützt und können gar nicht mehr raus. Und dann tue ich die Nebenwelle gleich mit ihrer Halterung festschrauben. Ich drücke die Achse jetzt quasi ganz vorsichtig rein und achte darauf, dass da halt nicht irgendwie jetzt eine Nadel quasi rauskommt. Und ich glaube, die sind jetzt schon so weit drin, dass sie nicht mehr raus können. Darum bin ich mal so frech und gebe denen jetzt auch noch Fett drauf. Zack. Achse ist drin und ich bin glücklich. Das war nämlich immer so die nervigste Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Motorrevision. Und dass das jetzt so schnell über die Bühne gegangen ist, freut mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also Nebenwellenbefestigung haben wir hier hinten. Der Kabelbinder, der das also schön zusammengehalten hat, den kann man jetzt lösen. Sicherungsblech hat ja auf der Rückseite hier quasi ein Beinchen. Und das Beinchen muss in das Loch der Nebenwelle. Und das Loch, weiß nicht, ob man das gerade auf dem Video sieht, guckt jetzt nach oben. Das heißt, ich nehme die ganze Nebenwelle und drehe die ein bisschen, bis das Loch halt auf der richtigen Seite ist. Als nächstes kommt dann die Scheibe hier drauf, die so ein bisschen aussieht wie ein Trapez. So, und die passt halt quasi genauso drauf, wie die Sicherheitsscheibe aussieht. Und zum Schluss kommt die Mutter drauf. Mutter ist fest, Nebenwelle kann nicht mehr raus. Im Drehmoment gibt es zum Schluss, quasi wenn wir den Motor zusammenbauen. So, nochmal kurz ein kleines Zwischenvideo von mir. Also hier sieht man ganz gut, warum man halt beim Putzen des Zylinders und des Kolbens unbedingt die Kolbenringe entfernen sollte. Hier unten drunter hat sich so viel Kohle und Koks quasi abgesetzt, da können die Kolbenringe gar nicht mehr richtig arbeiten und die Kolbenringe sollen ja federnd sein und nachgeben. Die sollen sich auch in einem ganz geringen Maße drehen können und wenn halt einfach die Nut so verkokst ist wie hier, dann ist das natürlich nicht mehr gewährleistet. Das heißt, Kolbenringe abmachen. Ich persönlich tue den Kolben jetzt gleich auch nochmal im Ultraschallbad reinigen. Und wenn das dann auch nichts bringt, dann gehe ich hier separat noch mit der Zahnbürste dran. So, und jetzt schalte ich das Ultraschall mal an. Und dann sollten sich schon direkt solche Wolken bilden. Da gucken wir mal. So, mittlerweile ist alles sauber. Der Kolben sieht 1A aus, also gerade hier die Nut für den Kolbenring oder beziehungsweise für die Kolbenringe, die ist 1A und es ist soweit okay. Jetzt sieht man hier auch wieder die Markierung, wie rum der Kolben eingebaut werden muss. Zylinderkopf ist auch sauber. Beim Zylinder haben wir uns größtenteils erstmal um die Tischflächen gekümmert, dass die schön sauber werden. Also Schleiffliesen, WD-40 sind hier eine super Kombination. Vor allen Dingen hier der Krümmeranschluss, der ist wieder richtig sauber. Und was auch ganz wichtig ist bei Zylindern ist, guckt mal in den Auslass rein. Mein Auslass ist mittlerweile richtig schön sauber. Der war aber komplett zugekokst. Und wenn so ein Auslass zukokst, ist es nicht gut. Gerade wenn ihr irgendwie einen Resonanzauspuff fahren wollt, habt ihr da quasi Verkohlungen oder Verkrustungen, die glühen.
Das heißt, bei einem Resonanzauspuff, der dann wieder frisches Gemisch zurück in den Brennraum schieben würde, würde es dann an so einer Stelle quasi, wenn ihr Pech habt, schon zu einer Explosion kommen. Und ja, wenn man schon so gut rankommt, wie gesagt, Auslass putzen ist nicht viel Arbeit, bisschen WD-40 einsprühen, einwirken lassen, dann gerade mit einer Metallbürste oder sowas oder einer Messingbürste, besser gesagt, sauber machen. Auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch um die Tischflächen gekümmert und ja, somit sind die Motorkomponenten auch bereit für den Einbau und darum switchen wir jetzt wieder in den Keller. So, Nebenwelle ist drin. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen, weil ich hatte mir doch noch eine neue Schaltstange bestellt, original von Piatio, weil die alte doch einen leichten Schlag hat und bevor ich das eingebaut habe, muss später nochmal dran gehen, habe ich jetzt lieber das Geld investiert und habe mir eine neue gekauft und Nahtlager ist dabei auch gleich neu gekommen, das habe ich ja schon erwähnt. Die alte Schaltstange sieht so aus, man sieht es auch in dem Zerlegvideo und da achtet mal hier auf den Pilz hier oben. Und zwar in dem Zerlegvideo sieht man das auch ganz gut, der Pilz hat einen leichten Schlag. Es ist ja aber so, dass in dieser Nut quasi der Arm der Schaltraste läuft und wenn es hier einen kleinen Schlag gibt, dann ist das nicht gut. Der Schlag, der überträgt sich natürlich und die Stange dreht sich so schnell wie das Hinterrad, daher kann das einfach nicht funktionieren. Hier nochmal etwas deutlicher, also das ist der Arm und der Arm läuft quasi so in der Schaltstange drin und ja, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes und das braucht man nicht. Motor wird, wie vorhin schon gesagt, quasi in umgekehrter Richtung wieder zusammengebaut. Das heißt hier, die Getriebeeingangswelle bzw. Nebenwelle, die ist schon drin. Als nächstes kommt jetzt die Hinterachse rein. Die Hinterachse liegt im Gefrierfach, weil die eingefroren ist, damit die sich ein bisschen zusammenzieht. Und den Lagersitz mache ich jetzt auch gleich wieder ein bisschen warm. Nicht zu warm, weil das ist ein neues Lager. Wir wollen ja nicht irgendwie den Kunststoffschutz oder sowas verschmoren. Und dann können wir hier die Achse bzw. die Getriebeausgangswelle einführen. Ich mache mir dafür ein bisschen Platz. Hinterachse kommt frisch aus dem Eisfach. Ich habe hier an der wichtigen Seite noch ein Kühlpad, weil ich jetzt erstmal eine Minute hier ein bisschen das Lager erhitze. So, ich gebe dem Lager jetzt noch auf dem Innenring ein bisschen Fett. Da sieht man auch schön, wie warm das Lager ist, wenn es so kommt. Dann nehme ich mir jetzt meine eigentliche Hinterradwelle. Die hat ja hier den Lagersitz. Da gucke ich auch nochmal, dass der gut sauber ist. Jetzt versuche ich das einfach mal einzutreiben. Ich hoffe, dass das so klappt. Lass mich dafür ein bisschen beeilen. So, das scheint ganz gut geklappt zu haben. Man sieht ja hier hinten, dass der Lagersitz quasi direkt auf dem Lager aufliegt. Wenn man jetzt mal bedenkt, was das für ein Eck war mit dem Austreiben. Ne? Aber so ist es ja besser. Wir können jetzt zur Probe auch einfach mal nachmessen. Wir wissen, dass die Achse 31 mm rausgeschaut hat. Und das Ganze war natürlich hier von dem Gehäuse gemessen und wir sind 31 mm draußen. Als nächstes können wir jetzt schon unsere Schaltwelle und unser Schaltkreuz ansetzen. Bei dem Schaltkreuz hier kann man nochmal auf Verschleiß prüfen, also die Ecken, die dürfen nicht stark abgenutzt sein. Also ich finde meine noch absolut in Ordnung, also hier ein komplett rechter Winkel bringt auch nichts, weil dann gehen die Gänge nicht rein. Aber wenn das so ist wie bei mir, also ich finde es noch in Ordnung. Es gibt natürlich ganz andere Schaltkreuze, die hier wirklich schon richtig rund sind oder dass das hier schon gar keine eckige Form hat. Das muss man auf jeden Fall dann erneuern, aber das hier finde ich noch okay. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen neuen Schaltbolzen und tue den erstmal mit dem anderen vergleichen, ob die auch wirklich gleich hoch sind. Der passt auch richtig in die Schaltrast rein. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber der alte, der hat da ein bisschen geklemmt. Die läuft hier schön flüssig. Das heißt, die Schaltstange hier ist verschlissen. Wobei, ich habe eine Vermutung, der Motor war ja auch schon mal auseinander. Ich vermute, dass hier der Vorgänger mal irgendwie mit dem Hammer draufgehauen hat oder sowas und dass sich daher der Pilz dann so verbogen hat. Okay, hier unten drunter haben wir eine Scheibe. Die hat den Konus auf der Innenseite. Das kommt jetzt auch auf das Ersatzteil so rum drauf. Und das Schaltkreuz kommt so rum rein, dass quasi die Achsen so nach hinten zeigen. Sprich, das ist die Vorderseite. Dann kommt wieder der große Schraubenschlüssel zum Einsatz. Das heißt, wir tun den Schraubenschlüssel hier möglichst mit der größten Oberfläche in die Achse reinstecken und nehmen unseren Stehbolzen hier als Hilfe. Wichtig ist, nicht an die Dichtfläche zu kommen, um die
Schaltstange festzuziehen. Und erst ab jetzt, wo das Gewinde quasi fest ist, können wir das ganze Element mal ein bisschen mit Getriebeöl benetzen. Ich lege mir jetzt einfach so hier ein C-Watt runter, weil das wird natürlich auch ein bisschen Getriebeöl runtertropfen. Und Getriebeöl stinkt halt einfach wie die Sau. Und ich nehme jetzt hier das Getriebeöl, was ich auch schon für die Kupplung benutzt habe. Weiß nicht, falls ihr den Kupplungsfilm schon gesehen habt oder sowas, da werden ja die Kupplungsbeläge eingerieben. Und einfach nur einen Pinsel hier und wo ihr einfach nur ein bisschen die Achse und die beweglichen Teile quasi einölen. Jetzt können wir das Getriebe wieder einsetzen. Ich fange hier mit dem vierten Gang ein und wir haben ja beim Ausbauvideo schon gesehen, dass bei der PX Alt immer die tiefere Vertiefung quasi vorne ist, mit Ausnahme vom ersten Gang. Das heißt, wir gucken uns das Gangrad so an und sehen dann, dass hier auf dieser Seite die Vertiefung größer ist als wie auf der anderen Seite. Das heißt, vorne die große Vertiefung kommt jetzt nach vorne. Das schieben wir so drauf. Können Sie ungefähr das Schaltkreuz hier anpeilen, damit wir wissen, okay, das passt soweit. Geben hier auch wieder ein bisschen Öl drauf. Erstmal nur auf der Innenseite, die Zähne, die kann man später noch ölen. Wobei, wenn später der Motor zusammen ist, man dreht einfach mal ein bisschen die Hinterachse, wird es eh geölt. So, dann kommt der Gang Nummer 3. Hier ist diese Seite etwas größer. Ich weiß nicht, ob man das so auf der Kamera sieht. Aber wenn man genau guckt, sieht man, dass diese Seite größer ist. Das heißt, das kommt jetzt auch auf die Welle. Bekommt dann auch hier auf dieser Seite ein bisschen Öl. Kommt der zweite Gang. Größere Seite ist hier. So. Man muss halt manchmal die Zahnräder ein bisschen drehen, damit die halt hier mit der Getriebeeingangswelle quasi zusammenrutschen. Und an der Getriebeeingangswelle übrigens erkennt man auch, ob die Zahnräder gerade sind oder nicht. Die müssen natürlich exakt übereinander sitzen hier so, ne? Das heißt jetzt hier, wo hier alles sauber gemacht worden ist, sieht man das natürlich sehr gut. Und man sieht ja auch die alte Lauffläche. Nein, klar, das ist ein Gebrauchteil, wie sich das Zahnrad schon ein bisschen eingearbeitet hat. Ja? Also daran erkennt man auch, ob das Rad richtig rum ist oder nicht. Hier sieht man dann auch nochmal die Funktion vom Neutralgang hier. Das heißt, das Schaltkreuz kann zwischen dem ersten Gang und dem zweiten Gang hier quasi sich verstecken und frei drehen, ohne dass ein Zahnrad mitgenommen wird. Und so soll es ja auch sein. So, als letztes kommt jetzt der erste Gang hier. Der hat nur eine Vertiefung. Die tun wir jetzt vor der Montage noch ein bisschen einölen. Dann kommt der auch so drauf. So, das heißt, unser Getriebe ist jetzt erstmal zusammen. So. Als nächstes kommt dann hier unsere Scheibe mit dem einen Zahn. Das ist egal, wo der Zahn angesetzt wird. Und zum Schluss unser Sicherheitsring. Darauf achten, dass der Sicherheitsring überall eingerastet ist. Und dass sich alles schön dreht. Sieht erstmal gut aus. Jetzt kann man noch ein bisschen Getriebeöl hier auf die Zähne geben. Ist aber eigentlich nicht weiter schlimm, weil sobald in dem Motorgetriebeöl drin ist, dann steht es ja hier zu einem gewissen Stand. Wenn man dann einmal kurz durchdreht, wird auch alles geölt. Gucken, dass die Schaltstange auch überall schön durchgleitet. Das hört sich gut an und fühlt sich vor allen Dingen gut an. So. Als nächstes habe ich mir jetzt die Kurbelwelle hier geholt. Die war ein paar Tage im Eisfach, weil ich ja noch auf das Nadellager gewartet habe. Und darum hat die ein bisschen Eiskristalle angesetzt. Das heißt, ich werde die jetzt erstmal abwischen, eintreiben. Danach haben wir Druckluft-Sauerblasen, weil wir wollen ja keine Wassertropfen im Öl haben. Ja, hier rum gehört die Kurbelwelle rein. Ganz einfach, wir haben hier den Drehschieber. Den mache ich auch mal sauber. Der kommt auf die Innenseite quasi. Man erkennt es aber auch echt gut an dem Konus. Also der Konus hier, hier haben wir ja eine kurze Seite für die Kupplung. Und der Konus quasi ist für unser Polrad bzw. Lüfterrad. So, das Lager hier tun wir auch wieder erwärmen. Aufpassen wegen dem Simmerring, den wollen wir natürlich nicht kaputt machen. Ich hatte die Kurbelwelle extra eingewickelt in einen Zeber und eingefroren, aber anscheinend hat es nichts gebracht. Aber unser Lagersitz, der ist jetzt schön frei. Und daher kann ich die Kurbelwelle jetzt hier eintreiben. Ich setze die an. Wichtig, das Pleuel hochziehen, dass das hier Platz hat.
schleife das etwas mit dem Hammer ein. Und hier kann man zur Kontrolle auch unser gemessenes Maß von hier nehmen. Gut, das kann man erstmal so lassen. Die Kurbelwelle kann man später immer noch ein bisschen mehr reintreiben, ein bisschen mehr raustreiben, das ist kein Thema. Wir lassen das Ganze jetzt erstmal so stehen, dass die ganzen Eiskristalle weg sind, dass vielleicht ein bisschen Flüssigkeit sich bildet. Ich will da jetzt auch nicht unbedingt mit dem Föhn dran, weil nicht, dass sich da irgendwas verzieht oder so, das muss nicht sein. Ja, lassen wir jetzt erstmal so liegen, geben dem mal eine Stunde Zeit, dann sieht das auch wieder ganz anders aus. Die Kurbelwelle ist jetzt trocken. Ich habe die einfach stehen lassen, jetzt eine Dreiviertelstunde. Dann war das komplette Eis weg. Natürlich gab es noch ein paar Wassertropfen. Die habe ich mit Druckluft jetzt weggeblasen und bin danach mit Silikonspray dran. Weil Silikonspray halt einfach das Wasser verdrängt und dann ist alles weg. Das heißt, wir können jetzt weitermachen. Als nächstes kommt hier das Kunststoffstück rein. Das hat hier unten so eine Führung und das wird hier so reingesteckt. Und ich glaube, das ist quasi ein Ölabstreifblech, was denn von der Nebenwelle Öl abstreift und an den Kickstarter befördert. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung, aber ja, sieht halt so aus. So, jetzt sind wir tatsächlich schon so weit, dass wir die andere Motorhälfte jetzt quasi vorbereiten können, um den Motor wieder zusammenzusetzen. Das heißt, wir haben hier einmal zwei Gummianschläge für den Kickstarter. By the way, direkt an dieser Stelle, macht es Sinn, einen originalen Piaggio Dichtsatz zu kaufen, weil da alle Dichtungen, alle Gummidichtungen, alles mit dabei sind. Und ja, die Nachbaudichtungen sind auch ehrlich gesagt nicht so gut. Denn hier haben wir jetzt unsere erste Dichtung, die wir erneuern müssen, nämlich ein O-Ring. Wie man schön sieht, ist bei dem Dichtsatz auch die ganzen O-Ringe dabei, die später auf die Bremsenseite draufkommen. So ein O-Ring kann man ganz gut mit einer Pinzette und einem Schraubenzieher entfernen. Das heißt, man geht mit der Pinzette hinten rein, versucht den O-Ring ein bisschen rauszuziehen und tut ihn dann quasi mit einem Schraubenzieher kontern. Man muss natürlich aufpassen, dass der Lagersitz hier nicht beschädigt wird. So. So, und das ist die Beute. Passendes Ersatzteil ist gefunden, das ist der neue. Das heißt, den legen wir zur Seite, bevor wir jetzt den neuen Gummiring einbauen. Tun wir erstmal die komplette Führung fetten, außer an dieser Stelle, wo der O-Ring sitzt. Und da lassen wir auf 5 mm ungefähr Platz, denn nur den Bereich von dem Gummiring werden wir mit Silikonfett schmieren. Das Loch ist jetzt quasi gefettet für die Achse, aber das letzte Stück, also die letzten 5 mm, die werden jetzt mit Silikonfett geschmiert, damit der Ring einfach seine eigene Schutzschicht hat und sich darin wohlfühlt. Das heißt, den Ring, den können wir ja auch ordentlich einschmieren. Dann setzen wir das hier an. Und der Ring sollte dann eigentlich von alleine in seinen Sitz reinrutschen. Okay, als nächstes können wir unsere Welle dann einführen. Wir haben ja hier noch unsere passende Feder. Die Feder, die muss hier in den Sitz rein. Die muss dann aber trotzdem hier drauf. Ist gar nicht so leicht, die zu spannen. Ich habe jetzt ein Holzbrett hier unten runtergelegt. Man muss halt aufpassen, dass die Feder hier nicht hochspringt, aber ab dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Wir sehen jetzt, dass das Zahnrad hier an der Unterseite ist. Daher kommen die Anschlagsgummi so runter, dass halt die Verdickung hier nach unten zeigt und quasi der dicke Bauch hier dann quasi hier auf das Zahnrad drauf drückt. Die Feder, die können wir temporär ein bisschen, ich sag mal, mit Fett hier in ihren Lagersitz kleben. Das Fett hilft also ein bisschen, dass die Feder da bleibt, wo sie ist. Das Kickstarter-Ritzel, das kann man hier auf den Platz der Nebenwelle geben. Das fette ich noch ein bisschen ein. Dann bleibt es auch da, wo es sein soll. Wir können unsere Motorhälfte jetzt drauf geben. Wichtig ist aber, allerdings benutzen wir hierfür eine Papierdichtung. Und die Papierdichtung sollte man halt vorher irgendwie mit Fett oder mit Getriebeöl bestreichen, dass sich das Papier ein bisschen vollzieht. Dann wird es halt einfach besser dicht.
Das werden wir jetzt auch machen. Das Papier von meinem Motordichter quasi hin und bestreiche das einfach grob mit Getriebeöl. Was auch wichtig ist, dass man immer darauf achtet, dass das Pleu hier nicht im Weg ist. Das ist ganz wichtig. Unsere Dichtung hier drauf geben, vorsichtig natürlich. Nie zu weit runterdrücken, nicht dass da halt eine Spannung entsteht und die irgendwie einreißen würde. Und auch so bei solchen Gewindegängen wie bei den Stehbolzen hier immer ein bisschen aufpassen. So, jetzt nochmal zweimal gucken, bevor man das montiert. Also die Anschlaggummis, das sieht soweit okay aus. Die Feder sitzt richtig drin. Die Feder von dem Kickstarter-Ritzel haben wir festgeklebt. Wichtig auch, wir haben keine Teile übrig, die hier noch reingehören. Dann können wir jetzt tatsächlich die Motorhälfte montieren. Vorsichtig wegen der Feder, wie gesagt. Was ich jetzt fast vergessen hätte, man muss natürlich den Kickstarter nochmal betätigen, damit die Motorhälfte zusammenrutscht. So, Motorhälften sind jetzt erstmal zusammen. Wie gesagt, man muss den Kickstarter betätigen, habe ich total vergessen, keine Ahnung. Aber macht man halt auch nicht jeden Tag, ne? Okay, jetzt fangen wir langsam an, die Bolzen zu montieren und festzuziehen, vor allem mit dem richtigen Drehmoment. Ich habe mir jetzt alle alten Schrauben, Scheiben und Spannungsringe hier sortiert, dass ich gleich die richtigen zur Hand habe. Jetzt gibt es hier auf jeden Bolzen quasi zuerst eine Scheibe, um die Oberfläche zu vergrößern, dann einen Spannungsring und danach dann die Mutter. Ich drehe die erstmal nur nicht immer richtig handfest, also einfach erstmal nur auf Anschlag. Irgendwann sind dann alle Muttern endlich am Platz und diese Muttern bekommen jetzt ganze 15 Newtonmeter. Ist nicht wirklich viel, aber ist halt vorgegeben. So, ich mache das Ganze mit so einem Adapter hier. Ich fange jetzt quasi hier mit den Muttern an, die quasi das Kurbelwellengehäuse bilden. Und macht das auch über Kreuz. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde die erstmal nochmal hier mit der Hand ein bisschen fester ziehen. So, und wie gesagt, jetzt fange ich an, langsam Drehmoment zu geben. Gucken, dass die Kurbelwelle immer frei ist. Jetzt fange ich an, quasi die Motorhälften über Kreuz anzuziehen. So, die Mutter der Nebenwelle hier, beziehungsweise der Getriebeeingangswelle, bekommt 30 Newtonmeter. Hier braucht man eine Verlängerung, dass man den Abstand bekommt. Jetzt ist an der Zeit, um zu gucken, ob die Kurbelwelle richtig dreht. Das heißt, ich drehe die hier mal durch. Aber das geht schön weich und sauber, das gefällt mir. Als nächstes kann man jetzt eigentlich auch schon den Zylinder montieren. Hier habe ich mir jetzt ein bisschen Zweitaktöl in der Tasse abgefüllt, denn ich will jetzt quasi vor dem Zylindereinbau die Kurbelwelle richtig schmieren. Also sprich unteres Lager und oberes Lager der Kurbelwelle. Den Drehschieber, den kann man auch ruhig auch mal gut benetzen. Es gibt auch ein neues Nadellager. Das können wir jetzt mal auspacken. Und vergleichen es auch erstmal mit dem alten. Sieht aber soweit okay aus. Gucken, ob das hier ins Auge reinpasst von der Kurbelwelle. Sieht auch gut aus. Gucken, ob der Kolbenbolzen durchpasst. Perfekt.
Und das Nadellager schmeiße ich jetzt einfach erstmal hier ins Zweitaktöl. Dann, das soll ja auch gut geschmiert sein. 10 Liter Fußdichtung ist nur einmal verwendbar. Man sieht, man hat hier so einen ausgeprägten Rahmen, der nach außen guckt, hier wie so eine Lippe quasi. Und die drückt sich platt. Daher muss bei jedem Zylinder abnehmen, diese Dichtung erneuert werden. Ist eigentlich egal, wie rum die drauf kommt. Ich mache es so, dass die Ausprägung nach oben, also Richtung Zylinder, guckt. Und die größere Fläche quasi Richtung Motor. Hier auch aufpassen mit den Gewinden. Hier ist unser aufbereiteter Zylinder. Wichtig ist, dass hier nichts zugerußt ist. Und es gibt jetzt verschiedene Wege, den Zylinder zu montieren. Die einen machen hier zuerst den Kolben rein, tun dann das Ganze aufschieben. Ich bin so ein Mensch, der lieber erst den Kolben auf das Pleu montiert, damit ich weiß, da gibt es keine Spannungen. Und tue danach den Zylinder quasi auf den Kolben aufführen. Das funktioniert mit bisschen Geduld eigentlich ganz gut. Dann kommt mein Kolben. Also falls ihr das andere Video nicht gesehen habt, wichtig ist, Kolben sauber machen und vor allem die Nuten hier von den Kolben ringen. Und beim Einbau darauf achten, dass die Nut halt an dieser Stelle ist, wo hier der Metallding ist. Den Kolbenbolzen werde ich jetzt auch etwas mit Zweitaktöl bestreichen. Den schiebe ich quasi so weit rein, dass er hier direkt beim Anschlag ist. Und der Kolben, der hat jetzt hier einen Pfeil drauf gedruckt. Der zeigt jetzt in dem Fall nach unten und das ist immer Richtung Auslass. Das heißt, ich kann den Kolben hier schon mal auf meinen Pleuel ansetzen. Nehme jetzt noch das Nadellager frisch aus dem Öl. Und so ölig wie das ganze Ding ist, baue ich das auch ein. Dann muss der Kolben hier oben drüber. Und dann wird der Kolbenbolzen quasi durch das Nadellager gesteckt. Und zwar so tief drin, dass die Nut von dem Sicherheitsring wieder auftaucht. Das ist natürlich wichtig. Auf der einen Seite können wir jetzt auch schon unseren Sicherheitsring montieren. Und der wird so rummontiert, dass das offene Auge quasi Richtung Kurbelwelle zeigt. Denn durch die schnelle Bewegung gibt es hier eine Massenträgheit. Das heißt, der Sicherheitsring würde sich bei so einer seitlichen Bewegung ein bisschen zusammendrücken und könnte im schlimmsten Fall sich vielleicht sogar selbstständig machen. Das wollen wir natürlich nicht. Darum wird das Auge Richtung Kurbelwelle montiert, weil dann hat er zwar auch etwas Bewegung, aber er kann nicht rausspringen, weil er sich dann eher in die Breite verbiegt und nicht in die Öffnungsseite. Auch darauf achten, dass der Sicherheitsring hier richtig eingerastet ist. Wie gesagt, die Öffnung guckt jetzt Richtung Kurbelwelle. Dann kommt auf der anderen Seite auch unseren Kolbenring rein, auch mit der Öffnung zur Kurbelwelle. Leute, ich kann euch nur sagen, prüft zweimal, ob die Dinger richtig eingerastet sind. Also ein loser Sicherheitsring, das will keiner im Motor. Okay, als nächstes prüfen wir erstmal unsere Lichtfläche von dem Zylinder, dass die schön sauber ist. Dann kann man den mit dem Auslass nach unten schon etwas draufschieben, so, dass er quasi von selbst auf den Bolzen hält. Jetzt gebe ich den Kolbenring noch mal ordentlich Öl, weil das sind ja quasi die Federelemente, die wirklich an dem Zylinder schleifen. Dann achte ich darauf, dass die Kolbenringe an richtiger Position sind und werde die so ein bisschen zusammenschieben und gleichzeitig, ich sollte den Zylinder auch ein bisschen einölen, jetzt drücke ich halt die Kolbenringe zusammen und gleichzeitig den Zylinder etwas zurück, bis halt der Kolben dann quasi in den Zylinder einfährt. Der Kolben, der ist ja unten etwas konisch, der Zylinder, der ist ja unten etwas konisch gedreht und somit passt im Normalfall der Kolben da 1:1 rein und somit tut sich der Kolben da quasi automatisch anpassen. Wichtig ist halt nur, dass der Kolben gerade reinfährt und sich nicht irgendwie verkantet. Achso, und man sollte natürlich achten, dass die Kurbelwelle ganz unten ist. Kolben ist dank der schrägen Fläche quasi am Kolbenfuß unten jetzt auch in den Zylinder reingefahren. Das heißt, jetzt können wir den Zylinder langsam und gleichmäßig auf seinen Sitz draufschieben. Und das überflüssige Öl, das können wir jetzt ein bisschen mit dem Zeber quasi aufwischen. Weil zu viel Öl muss es dann auch nicht sein. Es soll ja nur ein bisschen benetzt sein.
Und die Vespa muss ja auch relativ zeitig zum TÜV dann, wenn das alles zusammen ist. Und dann ist auch Öl im Auspuff, was da noch ein bisschen verbrennt, eher suboptimal. Okay, jetzt können wir mal die Kurbelwelle vordrehen, wenn man genug Grip hat. Zylinderkopf kommt quasi mit der Zündkerze nach oben hier drauf und hat keine Dichtung dazwischen. So. So, hier gibt es dann erstmal eine Scheibe auf die Stehbolzen, auf alle vier. Und die Schrauben bekommen ganze 18 Newtonmeter, also das ist fast nichts. Aber dadurch, dass die halt gleichzeitig runterdrücken, langt es vollkommen. Also ich tue jetzt hier langsam beiziehen, über Kreuz schon. Das heißt, ich gebe hier nicht das volle Drehmoment direkt auf eine Schraube. Man lässt übrigens normalerweise nur einmal knacken, weil jedes Mal, umso öfters man knackt, umso höher wird das Drehmoment. Und bei so geringem Drehmoment wie 18 Newtonmeter ist das dann schon relativ viel. Das heißt, da ist man ruckzuck bei 28 oder 30 Newtonmeter und hat somit Faktor schon fast das Doppelte. Ne? Es ist auch so, dass man Drehmomentschlüssel normalerweise immer nur sanft runterdrückt und nicht richtig drückt, bis es knallt, weil es gibt da so Messungen im Internet, müsst ihr mal suchen, bei dem Moment, wo das knallt, ist es wie nochmal so eine Beschleunigung und dann nochmal auf die feste Schraube und zack, hat man ein komplett falsches Drehmoment. Also wichtig. So, als nächstes kann man hier oben dann gerade mit dem Sprengring die Halterung für die Lufthutze quasi noch montieren. Da kann man auch so 30 Newtonmeter nutzen. Okay. Drehmoment hier haben wir ja schon gegeben, das heißt hier das Sicherungsblech können wir wieder zurückbiegen. Als nächstes kommt hier so eine Scheibe drauf mit dem Konus nach innen. Den Keil, den kann man jetzt schon ansetzen. Man sollte hier echt ein bisschen aufpassen, dass ihr das nicht ins Motorgehäuse verliert. Ihr werdet hier jetzt nochmal zusätzlich einen Zeber hier reinstopfen, denn ihr wollt das nicht im Motor jetzt haben, wo alles zusammen ist. So, jetzt kommt der Test. Ich setze meine Kupplung an. Ha! Als nächstes kommt hier unsere Sicherungsscheibe und hier die Aussparung in der Mitte. Die kommt halt hier auch auf die Öffnung der Kurbelwelle. Und dann kommt unsere Kronmutter. Die Kronmutter bekommt jetzt 45 Newtonmeter. Normalerweise würde ich an dieser Stelle schon das Polrad montieren und das Polrad dann einfach mit dem Hammerstock halt festhalten, um das Drehmoment zu geben. Das Blöde ist, dass meine Zündgrundplatte noch nicht fertig ist und daher will ich das Polrad noch nicht montieren. Ich habe aber notfalls immer noch den Kupplungsfesthalter, von dem ich beim Auseinanderbau abgeraten habe, weil man zum Öffnen einer Schraube einfach mehr Drehmoment braucht als zum Schließen. So. Das waren 40 Newtonmeter. Montiert sieht es dann so aus, man sieht da rechts, dass da die eine Öse zur Sicherung reingebogen ist. Dann können wir hier jetzt auch schon unseren Kupplungsdeckel montieren. So, den Kupplungsdeckel spendiere ich jetzt auch eine neue Dichtung. Das heißt, die alte, die total platt gedrückt ist, nehme ich hier mal runter. Dann ziehe ich mir wieder meine Gummihandschuhe an, dass ich dem O-Ring Silikonfett geben kann.
Da kann man halt auch mal gucken, ob der richtig funktioniert, wenn er dann eingefettet ist. Das sieht so gut aus. Der bekommt oben drauf auch noch mal gut Fett. So, Entlüftung nach oben. Die Schrauben vom Deckel, die kann man mit 20 Newtonmeter festziehen. Das mache ich aus dem Handgelenk. Der Simmerring für die Hinterachse wurde ja auch schon mittlerweile geliefert. Das heißt, den kann man ja auch schon reindrücken. Das heißt, da geben wir auch erstmal Fett auf den Sitz hier. Und Fett auf die Innenlauffläche, wo quasi später die Bremstrommel, glaube ich, reingreift. Also der läuft gar nicht auf der Hauptwelle, sondern der läuft auf der, da läuft die Trommelbremse, meine ich, drin. Und kann man auch so gerade mit den Händen reindrücken. Die Saal dann komplett in seinem Sitz angekommen ist. So, wenn wir schon da hinten sind, kann man zumindest mal anfangen, hier die Dreckschutzscheibe zu montieren. Bei dem Dichtsatz sind hier extra die Gummiringe dabei. Den Gummis kann man dann auch ein bisschen Silikonfett spendieren. Dann kann man als nächstes das Blech hier aufsetzen und mit seinen drei Kreuzschrauben festziehen. So. Dreckschutzplatte ist somit auch montiert. So, neuer Tag, weiter geht's. Wir haben ja hier quasi bei der Dreckschutzkappe aufgehört letzte Mal. Und darum würde ich sagen, dass wir hier jetzt einfach weitermachen. Aber wir machen hier am besten mit der Bremse weiter. Hier haben wir ja schon die Achse. Die braucht hier noch zwei Gummidichtungen. Da gucken wir mal in unserem Gummidichtsatz, ob die mit dabei sind. Und das sieht gut aus. Das heißt, die alten fummeln wir jetzt hier runter und dann machen wir die neuen dran. Ich versuche das Ganze jetzt auch hier mit der Pinzette. Sollte, glaube ich, ganz gut funktionieren. So, Nummer 1, 2. Okay. Gut, der Bolz war ja am Ultraschallbad, darum ist er relativ sauber. Und der Nut, dem Sitz quasi von den neuen Dichtringen, gebe ich jetzt Silikonfett, dass die neuen Dichtringe quasi im Silikonfett laufen. Dann gibt es hier die neuen Dichtringe. Die Dichtringe halt nochmal ordentlich einschmieren. So, und jetzt gebe ich hier in das Achsenloch von dem Bremsspalter, Kupferpaste. Fett könnte man hier auch nehmen, aber das ist halt einfach so, dass Fett mit der Zeit festgammelt. Und bei Kupferpaste habe ich das bisher noch nicht gesehen. Und deswegen gebe ich halt meinen Bremsteilen gerne Kupferpaste. Viel hält viel, Punkt. Ich bringe mal die Kamera, glaube ich, ein bisschen rüber. So. So, jetzt kommt unser Bolzen. Na, ich gebe hier doch noch mal ein bisschen mehr Silikonspray drauf, Silikonfett. Das heißt, die Gummiringe, die haben jetzt quasi ihre eigene Schutzschicht. Und die Kupferpaste sollte den Gummiringen dann nichts mehr anhaben können. So hoffe ich das zumindest. Dann schiebe ich jetzt hier die Bremse durch. Sehe ich schon, ich habe einen Denkfehler gemacht. Ich mache das nochmal alles sauber. Denn wir müssen zuerst die Achse reintun und hier in der Mitte das Fett aufbringen, beziehungsweise die Kupferpaste aufbringen. Jetzt gehen wir quasi in das Loch hier rein, Kupferpaste. Jetzt drehen wir unseren Motor am besten mal ein bisschen. Also ich habe den Motor jetzt nach vorne geklappt, dass ich hier quasi den Rest meiner Bremse montieren kann. So, bei der Bremse ist es jetzt so, dass hier dann quasi der Bremsbolzen reinkommt. Als nächstes kommt der Arm und der wird hier so ein bisschen nach rechts zeigen. Und die Feder
Und die Feder, die kommt dann so rum rein. Und ich glaube, die war am Anfang gar nicht eingehängt, denn die Feder, die muss ja hier die Bremse quasi zurückdrücken. Das heißt, das Ganze wird jetzt so rum zusammengeschoben. Hier in dem Bolzen ist ja jetzt eine Öffnung frei. Und da muss so ein Sicherungsstift rein. Wenn wir schon hier hinten sind, können wir dann eigentlich jetzt auch schon gleich unsere Bremsklötze montieren. Dazu gebe ich erstmal Kupferpaste hier quasi auf die Bewegpunkte. Gebe natürlich auch hier auf die Flächen etwas Kupferpaste. Zum einen wird da die Reibung minimiert, zum anderen aber auch Quietschen. Quietschen ist ja beim Bremsen einfach nur eine Vibration in einem hohen Frequenzbereich und daher hört sich das für uns an wie ein Quietschen. Es ist auch mal eine Möglichkeit, einfach nur eine Reaktion, es ist ein Kratzen quasi. So, nachdem die Sachen eingeschmiert sind mit Kupferpaste, kann man dann hier auch unsere neuen Bremsbacken montieren. Das heißt, die Bremsbacken, da kommt jetzt noch die Feder drauf und hier die Metallschuhe. Haben wir schon beim Vorderrad gesehen. Also Bremsbeläge sind jetzt auch hier mit Kupferpaste behandelt. Dann kann man hier quasi die Adapterplatte drauf machen. Hier. Und dann auch schon hier die Feder einhängen. Und dann kann man das dann gleich jetzt auf die Bremsankerplatte stülpen. So, die überflüssige Kupferpaste kann man jetzt auch ein bisschen abwischen. Wenn sich hier was lösen sollte, dann fliegt es halt in der Bremstrommel rum und unsere Bremswirkung verringert sich. Und das wollen wir nicht. Dann gibt es zur Sicherung hier noch die kleinen Omega-Ringe, die jetzt auf den Bolzen geschoben werden. Nummer 1. Nummer 2. Und dann kann man auch schon unsere Bremstrommel montieren. Hier machen wir auch zuerst die Lauffläche nochmal mit Bremsenreiniger sauber. Bevor wir die Bremstrommel montieren, tun wir hier noch die Kanten ein bisschen abflachen. Hat halt einfach den Vorteil, dass sich die Bremsen nicht erst einlaufen müssen. Als nächstes bereiten wir unsere Bremstrommel vor, das heißt wir geben hier auf die Verzahnung Kupferpaste. Dann wird es auch nicht mehr so festgammeln wie beim Auseinanderbauen. Und zudem gibt es hier auf die Hülse ganz klein wenig Fett. Nicht zu viel, damit hier das Fett nicht nach außen spritzt, denn die Hülse, die läuft hier in dem Simmering drin. Jetzt haben wir hier quasi Kupferpaste drin und Fett außen. Und jetzt können wir die Glocke ansetzen. So. Als nächstes gibt es dann hier unsere dicke Scheibe. Und unsere Kronenmutter, die wir aber erstmal nur mit der Hand anziehen, weil es macht mehr Sinn, die später anzuziehen, wenn jemand die Bremse treten kann, um dann das richtige Drehmoment zu geben. So, wenn wir eh schon auf der Seite sind, können wir jetzt auch schon unser Vergasergehäuse und unseren Vergaser montieren. Die Papierdichtungen, die werden natürlich wie die anderen Dichtungen auch erstmal eingefettet, dass die sich so ein bisschen mit dem Fett vollziehen und speckig werden. Dann gebe ich hier die Papierdichtung für das Vergasergehäuse drauf. Drücke die nach unten, ganz wichtig, dass die sich nicht irgendwie verkantet oder so. So, nachdem jetzt die Dichtung vom Vergasergehäuse montiert ist, schauen wir uns hier nochmal die Dichtungen von dem Vergasergehäuse an. Das sieht gut aus. Und dann können wir das Vergasergehäuse jetzt mit dieser kleinen Senkkopfschraube montieren. Das heißt, das Vergasergehäuse gebe ich hier auch drauf. Setzt die Schraube an. Und wichtig auch hierbei wieder, guckt, dass der Drehschieber zu ist, weil gerade jetzt beim Zusammenbau wollen wir da keine Schrauben im Motor drin haben. Ich guck, dass das Gehäuse richtig sitzt. Und tu beim Festschrauben quasi immer so ein bisschen wackeln, damit ich weiß, dass sich das wirklich plan festzieht. Und wenn ich merke, die Schraube geht fester, dann gebe ich dem so, ich sag mal, 30 Newtonmeter so aus dem Handgefühl raus. Als nächstes kann dann unsere Dichtung für den Vergaser rein. Da gucke ich am besten am Vergaser, wie rum die gehört.
Und das setze ich jetzt quasi am Vergaser an, um zu wissen, wie rum die Dichtung gehört. Dann kann ich den ganzen Vergaser inklusive Dichtung auch einfach so auf die Stehbolzen geben. Beziehungsweise, ich gebe doch zuerst die Dichtung runter, aber ich weiß ja jetzt wie rum. Dass die halt an beiden Stehbolzen unten ist und dann kann ich den Vergaser hier quasi drauf geben. Beim Vergaser ist es so, dass die zuerst eine Scheibe bekommen, um die Oberfläche zu vergrößern. Und dann gibt es auch üblicherweise einen Sprengring. Und dann kann man mit diesen Vergasermuttern hier, oder Vergaserschraubbolzen eigentlich eher, den Vergaser separat nochmal zentrieren. Die Vergaserschrauben kommen 20 Newtonmeter. Als nächstes kommt der Luftfilter drauf. Hier muss man halt das Loch für die Standgaseinstellschraube, das Loch muss man finden. So, hier gibt es dann noch den Aufsatz für den Deckel. Der kommt hier so drauf. Als nächstes gibt es dann hier die Dichtung, die halt das Vergasergehäuse quasi abdichtet. Dann gibt es hier den Deckel. So, dann sind wir auf der Seite eigentlich auch schon fertig. Schön. So, als nächstes tue ich mal hier unten die Schaltraste montieren. Für die Schaltraste gibt es natürlich auch eine neue Dichtung, die wir erstmal mit Fett einstreichen müssen. Dann kommt die Dichtung hier drauf. Der Schaltstange hier gebe ich jetzt auch etwas Fett. Denn die dreht sich ja und da läuft ja auch die Schaltraste drin. So, dann kommen wir auch schon mit unserer Schaltraste. Hier haben wir auch halt die Dichtflächen sauber gemacht, da muss man natürlich drauf achten, klar. Die ganze Raste war auch im Ultraschall war drin. Und jetzt bekommt hier der Anker und alle Teile auch nochmal separat Fett. Obwohl die, ich glaube, etwas Getriebeöl abbekommen. Aber vor allen Dingen halt auch hier der Rastmechanismus und so, ne? Und später, wenn wir da die Züge einhängen, dann wird es auch separat nochmal ordentlich mit Fett zugeschmiert. Aber erstmal ist es ja quasi nur die Montage. Zum Einbau müssen wir jetzt quasi den Arm in die Schaltstange einhängen. Dazu gehen wir über den vierten Gang heraus. Dann kann man nämlich den Arm hier so einhängen. Wenn der Arm dann drin ist, dann kann man ihn wieder zurück in den vierten Gang schalten. Dann langsam die Schaltraste hier draufschieben. Man kann noch ein bisschen am Rad drehen, dass halt wirklich der vierte Gang reingeht. Und die Schaltraste quasi komplett am Gehäuse aufsetzt. Schaltraste bekommt dann auch zuerst Scheibe. Dann Spannungsring, dann eine Mutter und die wird dann mit 15 Newtonmeter wie die restlichen Motorbolzen angezogen und vor allen Dingen auch wieder gleichzeitig anziehen. Nachdem die Schaltraste jetzt drin ist, können wir jetzt auch schon unsere Zündgrundplatte montieren. So, unsere Zündung bzw. die Zündgrundplatte wurde ja komplett neu gemacht. Da gibt es ein separates Video zu, könnt ihr euch gerne angucken. Und wir haben jetzt hier quasi an der Motorhälfte hier eine Markierung, genau dieser Strich. Und auf diesen Strich muss jetzt dieser Strich quasi bündig hin. Dann hat man die Werkseinstellung. Das heißt nicht, dass das hundertprozentig genau ist. Das heißt, die Zündung abblitzen macht auf jeden Fall nochmal Sinn. Aber damit der Motor erstmal läuft, man fahren kann, reicht die Einstellung völlig. Und ja, wir geben jetzt die Kabel hier quasi durch unseren Kabelkanal hier hoch. Ja, die Kabel sind etwas länger als original, was aber erstmal nicht schlimm ist. Irgendwann sind alle Kabel oben angekommen, sodass der Kabelschlauch quasi hier durch kann. Muss man halt ein bisschen drücken, dass das funktioniert. Dann muss man die Zündgrundplatte mal so dran halten, ob die passt. Und wie man sieht, tut der Strich jetzt auch schon übereinstimmen. Wichtig ist halt, wenn die Zündgrundplatte festgezogen wird, dass dann der Strich übereinstimmt. Zündgrundplatte hat dann drei solche Schrauben. So, nach der Zündgrundplatte kommt dann hier noch der Keil in die Kurbelwelle und das Polrad. Ich werde hier noch die Schrauben von der Zündgrundplatte erneuern, weil die einfach ein bisschen rund sind. Darum werde ich jetzt hier das Video abbrechen, aber schon hochladen, weil es ist jetzt nur noch das Polrad und die Abdeckung hier und der Kickstarter. Dann ist der Motor komplett, ja. Und das könnt ihr euch ja denken. Ansonsten guckt das Auseinanderbauvideo an. Da ist es natürlich auch
super gezeigt. Ich bin nämlich schon sehr, sehr sicher, dass das Video auch schon wieder über eine Stunde lang ist. Und ja, das ist dann wirklich genug Material. Falls euch das Video gefallen hat, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Würde mich freuen, wenn ihr das macht. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, würde mich sehr freuen. Und ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao.